Und würfel bitte mal nicht schon wieder irgendeinen Scheiß. Du wirst von dich! Was ist das für ein Pechvogel? Ey, der Typ tut mir schon richtig leid. In der letzten Folge von Super Mario Party. Wir haben unsere zweite Party auf König Bob-Oms Pulverfassmine abgeschlossen. Und das konnten wir eigentlich nur deshalb gewinnen, weil Waluigi einfach so blöd war und irgendwie gefühlt 10.000 Mal am Stern vorbeigerannt ist. Ich frage mich ja manchmal schon irgendwie. Ja, egal. Wir haben gewonnen, yay. Und zum Schluss haben wir noch einige Amiibos eingescannt und dadurch ein paar Sticker erhalten. Wofür die gut sind, werden wir noch in einem späteren Part erfahren. Hey Leute und herzlich willkommen zur dritten Party hier in Mario Party auf dem dritten Spielbrett logischerweise. Und zwar das Riesenobstparadies. Hier sind vier Inseln Schauplatz des Geschehens. Nutze die Röhren zum Inselhopping. Also, legen wir los. 15 Runden, Start! Ich habe wieder neue Charaktere ausgewählt. Auch ich habe einen neuen Charakter ausgewählt, würde ich sagen. Und ja, genau, so sieht's aus. Wir sind dieses Mal Shy Guy. Ich habe auch versucht, ein paar neue Gegner zu nehmen. Wir spielen wieder auf sehr stark. Mal gucken, ob sie uns dieses Mal wirklich zerstören werden. Gucken wir. Ich bin gespannt. Und ja, das Spielbrett sieht relativ interessant aus, dadurch, dass wir hier im Riesenobstparadies vier verschiedene Inseln haben, wo wir nur zwischen Insel und Insel hin und her kommen durch Röhren und so weiter, ne? Also, ja. Willkommen im Tropenparadies, Abenteurer. Ihr habt hoffentlich Sonnencreme dabei, ja? Du bist zum ersten Mal hier, oder? Ja, schon. Es gibt insgesamt vier Inseln. Sehen wir uns doch mal um. Auf der Meloneninsel gibt es zwei Funkensprühe. Was wohl passiert, wenn man sie anzündet? Auf der Geschenkeinsel liegen zwei Geschenkekisten. Was da wohl drin ist? Auf der Ananasinsel gibt es einen Spezialladen, wo man tolle Sachen kaufen kann. Seht mal, dieses Riesenwaffeleis da. Das Eis müsste doch eigentlich längst geschmolzen sein. Über die Röhrenkammern von einer Insel zur jeweils schräg gegenüberliegenden gelangen. Diese Brücke sieht nicht gerade vertrauenserweckend aus, aber da wird schon nichts passieren. Das wär's, viel Spaß beim Inselhüpfen. Ja, die Regeln, die kenne ich, dankeschön fürs Fragen, aber da kenne ich mich inzwischen aus. Also, bitte würfeln. Gut, zack. Wir holen uns, okay, die dritte Zugreihenfolge hier. Alles klar. Ist jetzt nicht optimal, aber ja, ist okay, ne? Zweiter wäre noch besser gewesen, finde ich, aber wie gesagt, ihr kennt meine These. Immer irgendwo zweiter oder dritter, dann ist alles subidubi. Also, wo ist der erste Stern? Der ist hier drüben auf der Ananasinsel. Gut, gut. Den werden wir uns auf jeden Fall holen, den Stern. Oder die Computer werden ihn sich holen, werden wir dann sehen, je nachdem, wie die uns jetzt abziehen werden. Also, los geht's. Wir spielen mit Bowser, Luigi und Hammer Bro. Und wir sind Shy Guy. Habe ich ja bereits erwähnt, aber ich wollte es nochmal gesagt haben. Ja, Bowser hat ja einen ziemlichen OP-Würfel. Gut. Bowser hat keinen OP-Würfel. ich nehme das mal kurz zurück. Ja. Luigi, ne, Digi, was geht? Eine 6 Würfel da, alles klar. Ich weiß gar nicht, wie gut der Würfel von Shy Guy tatsächlich ist. Das weiß ich gerade nicht auswendig. Und anscheinend kann er gleich mal auf die nächste Insel gehen. Interessant. Ja, wir sind jetzt am Zug. Gucken wir mal den Würfel von Shy Guy uns an. Okay, 0, 4, 4, 4, 4. Also wir bekommen immer ziemlich sicher eine 4. Ich meine, wenn wir eine 4 bekommen, dann haben wir hier Toadtip. Nee, ich wollte keinen Toadtip. Also, ja, vier kleine Inseln. Ja, 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 schon klar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir nehmen den Shy Guy Würfel und hoffen auf eine 4. Weil dann bekommen wir ein Item und ein Item zum Anfang kann hier nie schaden. Man muss ja hier ein bisschen mit Taktik auch rangehen. So, zack. Okay, einen normalen Pilz ist zum Anfang ja ganz okay. Ich werde mal versuchen, über diese Sandbrücke da auf jeden Fall zu anderen Inseln rüber zu kommen, ne? Also, ich werde es mal versuchen und ich hoffe, dass mir keiner zuvorkommt, weil ihr habt es ja vorher gerade bestimmt bei Talk gelesen oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Es kann passieren, dass diese Sandbrücke einstürzt und dann kann man die in der nächsten Runde nicht mehr verwenden. Das wäre ein bisschen bitter. Ich hoffe nicht, dass das passiert. Okay, erstmal jetzt ein Minispiel am Start. Gut. Dreirad-Derby. Oh nein, jetzt müssen wir hier.
Boah, krasser Scheiß. Oh, okay. Jetzt check ich's. Wir müssen wirklich so hier. Wirklich so. Okay, wirklich so ganz komisch. Ich versuche das in die Kamera zu halten, aber meine gelben Joy-Cons, ne, die erkennt man schwer. Oh, Luigi ist aber stark. Luigi ist sehr stark. Erster sind wir leider nicht geworden, aber ich habe es auch nicht perfekt hinbekommen, muss ich sagen. Es ist nicht leicht. Ich weiß nicht, ob das hier reicht oder man muss wirklich so Kreisbewegungen machen. Ich glaube nämlich, dass man wirklich so Kreisbewegungen machen muss. Also das Minispiel ist nicht einfach. Gut, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Minispiel haltet. Ob ihr das auch schwer findet. Ich würde schon sagen, dass es schwer ist. Gut. Und ich bin auch immer der Meinung, dass Sterne für 10 Münzen einfach zu wenig kosten. Also Sterne, 10 Münzen, das ist zu wenig. Ich fände 20 besser, ehrlich. Oh mein Gott, Bowser ist so ein richtiges Opfer. Okay, alles klar. Luigi, wo gehst du denn hin? Gehst du gleich mal auf die Brücke? Das wäre doch super nett von dir. Verdächtige Brücke. Wow, ist das ein Idiot. Ist das ein Idiot? Boah, ich hatte ja keine Ahnung, dass hier ein Mega-Blooper herumirrt. Die Überquerung der Brücke ist nicht ohne, sei vorsichtig. Verkackt. Wütender Mega-Blooper. So. Gucken wir mal. Reingeschissen, Luigi. Reingeschissen. Richtig am Arsch, würde ich sagen. Okay. Hauen wir mal ganz kurz unser Item schon mal raus. Das kann nicht schaden. So, plus 3, ne? Bitte, danke. Und dann hauen wir noch hier einen normalen Würfel raus und würfeln eine 6, oder? Das kann man mal machen, glaube ich. Eine 2. Ja, das ist ja jetzt nicht so nice. Aber wir kommen immerhin rüber. Nee, ich will darüber über die Sandbrücke. Stürzt sie ein? Ich glaube nicht. Nee, sie ist nicht eingestürzt. Okay, wieder ein Pilz rausgehasselt. Nice. Damit kann ich ganz gut leben. Also wir sind derzeit auf dem besten Weg zum Stern. Aber Hammerbruder kann uns halt noch immer überholen, wenn wir verscheißen. Also, ja, ist noch gar nichts sicher hier. Okay, gut. Er geht eh erstmal zu einer anderen Insel. Soll er machen, wenn er meint. Dann ist er jetzt da, wo Luigi vorher war. Gut, ich bin zufrieden, wenn ich alleine auf der Insel drüben bin. Was für ein Minispiel haben wir denn jetzt? Wir bekommen das Minispiel Zügiges Durchzählen. Kennen wir auch noch nicht. Oh, oh Gott, Zügiges Durchzählen wegen Zug, versteht ihr? Ja. Tut mir leid. Okay. Zahl erhöhen, Zahl verringern. Okay. Passt schon. Das dürfte ich, glaube ich, hinbekommen. Doch schon. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 müssten es sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 habe ich jetzt nur gezählt. Dann mache ich 17. Dann mache ich 17. Ich habe vorher 18 gezählt, aber kann sein, dass ich eine Tasche mitgezählt habe. Die haben ja auch Toad-Designs. Hier ist ja extra alles im Toad-Design gehalten. Ne? Yes! Ende! Wir sind mit Bowser hier die Gewinner. Jawoll! Zum Glück habe ich nochmal auf 17 korrigiert. Da bin ich ganz froh drum, dass ich das gemacht habe. Da hinten der Blooper wacht auch schon, ob da nicht gleich wieder so ein Vollidiot daherkommt, der von ihm weggeboxt werden will. Ja, mal gucken, ob da nochmal so ein Vollidiot nach hinten kommt. Werden wir sehen. Bowser, was geht? Leg du mal los, mein Freund. Mal wieder eine 0. Achso, nee, dieses Mal verwendet er nicht seinen Würf. Alter. Der ist ja echt das Opfer des Programms. Der Typ ist ein Computer und hat sogar Pech auf sehr stark. Normalerweise sind die Computer doch so programmiert, dass sie kein Pech haben, oder? Normalerweise. Also, ja, das ist schon echt peinlich. Na gut, wie auch immer. Du tust mir echt leid, Bowser. Ohne Scheiß.
Nee, ich behalte meinen normalen Würfel und hau mir wieder einen +3-Wurfpilz rein. Dann kommen wir hoffentlich bald zum... Ja, ja, doch, zum Stern. Und zu Flatters Laden, den sehe ich gerade unten in der Ecke. Deshalb habe ich gerade geschaut. Ja, Flatters Laden ist da auch unten. Aber da können wir uns derzeit nicht wirklich was leisten. Also wir müssen noch ein Minispiel gewinnen. Oh nein, aber ein Glücksfeld. Oh, aber fast einen Partner hätten wir auch bekommen. Aber es hat noch keinen anderen einen Partner, also alles gut. Oh, einer deiner Gegner verliert 5 Münzen. Bekommen wir die jetzt? Nö, okay, schade. Naja, so glücksmäßig war das jetzt auch nicht. Ich meine, wir haben nichts davon gehabt, dass er die Münzen verloren hat, aber... Naja, wie auch immer. Geschenke. Geschenke, Freunde, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Was gibt's denn hier? Wähl ein Geschenk aus. Was haben wir hier? Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Das ist ja dezent. Nein, 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 nein. Oh, das war schon wieder so knapp davor, dass er keinen Stern bekommt. Dann, war schon wieder close. Irgendwann passiert's. Irgendwann wird da jemand einen Stern draus ziehen und dann raste ich komplett aus. Solange es nicht ich bin, ja. Wenn es ich bin, dann raste ich auch aus, aber im positiven Sinne. Wohlstand in den Wolken. Ah ja, das kenne ich auch schon aus Trailern. Wir müssen uns alle für eine Richtung entscheiden, in die wir springen wollen. Aber wenn halt mehrere Leute auf die gleiche Wolke wollen, dann bekommt keiner die Münzen. Ich gehe nach oben. Ich gehe nach oben zu den 2 Münzen. Manchmal ist weniger mehr. Dachte ich. Es wäre niemand in die Mitte gegangen. Na gut. Dann machen wir das nochmal. Ich gehe nach oben. Ich hoffe, dass Bowser nicht nochmal da nach links geht. Dankeschön. Das freut mich. Das finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Minispiel. Okay, jetzt gehe ich in die Mitte. Oder nee, ich gehe nach unten. Ich gehe nach unten. In die Mitte geht sicher wer anders. Oder? Ja, oh wow, nice. Damit haben wir sogar 5 Münzen schon insgesamt. Das ist eine schöne Sache. Okay, dann gehe ich dieses Mal in die Mitte. Die 5 Münzen brauche ich nicht so dringend. Alles gut. Von mir aus kann ich auch in die Mitte. Ja, perfekt. Genauso wollte ich das. So, gibt es noch eine Runde oder war es das? Nee, gibt noch eine Runde. Ich try mal nach oben. Nach oben ist auch ganz nice. In der Mitte gibt es halt 10 Münzen. Aber es hat keine Münzen abgesahnt. Gut. Schön. Also habe ich hier mit 8 Münzen mal kurz gewonnen. Auch wenn es in diesen Minispielen eigentlich kein Gewinnen und Verlieren gibt, ne? Einfach mehr oder weniger Münzen halt. Aber ja, bin ich zufrieden. 8 Münzen ist okay. Haben wir 25. Da können wir uns was bei Flutter im Shop kaufen. Das ist eine schöne Sache. Alles klar. Runde 4. Bowser. Dann mach mal deinen Zug. Und würfel bitte mal nicht schon wieder irgendeinen Scheiß. Was ist das für ein Pechvogel? Ey, der Typ tut mir schon richtig leid. Oh mein Gott. Der Typ tut mir halt schon richtig, richtig leid. Alter. Der Typ tut mir echt richtig leid, ey. Mann, Bowser. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Oh. Ich habe jedes Mal wieder Angst. Aber 4 Münzen ist auch zum Glück nicht allzu viel. Gut. Jetzt snacken wir uns erstmal den Stern, würde ich sagen. Das heißt, wir würfeln hier mit unserem normalen oder mit dem hier? Wir würfeln mit dem hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 0 erwischen, ist relativ gering. Ne? Wisst ihr Bescheid? Und bis zum Stern brauchen wir ja nur 3, also ist das ziemlich optimal. Und das ist der OP-Store. Also holen wir uns gleich mal eine Goldröhre, würde ich sagen. Weil hier im OP-Store kann man sicher mal schnell so eine Goldröhre snacken. Alles klar. Huch. What the fuck? Was für eine Hitze. Da wäre sowas wie diese Waffeleis. Wie dieses Waffeleis. Da doch das Richtige. Hä? Du hast es geschafft, ja, ja. Hä, bekommt der, der dieses Eis zum Schmelzen bringt,
Also geht dieses Thermometer jedes Mal drauf, wenn man bei Flutter was kauft und dann der, der das auslöst, also der, der es da halt zum Schmelzen bringt, bekommt ja irgendein Item von Flutter geschenkt oder... Das könnte ich mir halt vielleicht vorstellen, dass das so ist. Mal gucken, wir werden es bestimmt noch irgendwie erfahren. Ja, so sieht's aus. Also, Toadette, wo geht's als nächstes hin? Oh, nach oben zur Meloneninsel. Das finde ich tatsächlich nicht so gut. Das finde ich tatsächlich nicht so gut. Da sind wir nämlich nicht am Start. Und ich finde schade, dass Spike kein spielbarer Charakter ist. Finde ich tatsächlich schade. Ich mochte Spike. Da ist eine Röhre und da geht's zur Sandbrücke wieder rüber. Nee, wir müssen tatsächlich sogar hier hin. Wir müssen hier hin wegen der Röhre. Oh, wieder ein Pilz. Ich hätte auch diesen Glückswürfel gut gebrauchen können, damit ich fix zur Röhre hinkomme. Aber da müssen wir halt im nächsten Zug darauf hoffen, dass wir Glück haben. Dass wir Glück haben, um da hinzukommen. Alles klar, eine 6. Wo kommt der Typ jetzt hin? Zur Röhre? Nee. Ein vorbei an der Röhre. Das ist natürlich scheiße. Gut, Minispiel. Schon wieder. Los geht's. Gut. 4-Spieler-Minispiel mit Rollroutiniers. Was ist das? Ach, das Ding. Das kennt man ja schon von der Gamescom. Das kennt man ja schon von der Gamescom. Ja, okay. Man darf halt nur nicht zu weit nach vorne lehnen, weil, ne, das machen viele falsch. Ihr solltet das wirklich nur leicht neigen, weil wenn ihr so neigt, dann erkennt er das nicht mehr. Also wirklich nur leicht neigen, ne? Nur so als Tipp für euch, Leute. Das solltet ihr wirklich beachten, ansonsten regt ihr euch auf darüber, dass die Bewegungssteuerung ja nicht funktioniert. Nee, die funktioniert schon. Aber ich meine, sie funktioniert nicht optimal, aber wie gesagt, nur leicht neigen. Nur leicht neigen. Okay, wir sind gut im Kurs drin. Und wir haben bisher, glaube ich, noch die relativ optimale Route getaked. Ja, getaked hier am Start, Freunde. Oh, Friends. Jawohl, fett mal einen Booster hier gegönnt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das könnte uns den Sieg kosten. Und es kostet uns den Sieg. Kostet uns sogar... Nein, es kostet uns nicht den zweiten Platz, aber den ersten Platz hat es uns gekostet. Eieieiei. Das ist dezent kacke. Na gut, wie auch immer. Schade. Da haben wir halt nur 4 Münzen bekommen. Aber wir müssen eh erstmal zur anderen Insel kommen. Und 10 Münzen haben wir ja eigentlich schon fast wieder. Also, ja.